Möbel hat einen Abgang gemacht. Wie sieht's mittlerweile mit Geschirr aus? Haben wir jetzt 11. Dann lass ich noch ein bisschen herstellen. Sicher ist sicher. 25 Pilze. Wir haben fast genug Holz im Lager, um Frieden zu schließen. Hey, guckt euch das an. Die Straßen sind fast fertig. Schon wieder. Wahnsinn, ey. Okay, das ist echt Wahnsinn. Wie schnell meine Bauarbeiter gerade sind. Das kommt halt davon, wenn man den Bauarbeitern eine ordentliche Wohnung zur Verfügung stellt. Dieses Haus steht lange leer, Lehmarbeiterzelt, ja. Lehmklumpen brauchen wir ja zurzeit auch nicht wirklich. Wir sollen ja auch nichts mehr bauen, großartig. So, das letzte Holz wird geliefert. Pilze fehlen noch 4 Stück. So, Frieden und Freundschaft verbinden unsere beiden Stämme und unsere Lagerstätten stehen euren Händler zum Tausch offen. Und wir sind ihm auch freundlich gesonnen. Das heißt, wir haben unsere Freunde wieder zurück. Können wir heimgehen? Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, dass wir jetzt noch die Pilze schnell genug reinkriegen. Oh, er braucht auch Unterhaltung als Pilzsammler. Ja, wir haben hier 7 Pilz und hier 9 und 1 Pilz. 19 und 1 bringt da, also haben wir 27 jetzt mittlerweile. So, du musst mal für mich Werkzeuge schmieden. Dann machen wir ruhig unendlich. So viel wie wir Eisen haben, können wir das sicher ein bisschen laufen lassen. So, Geschirr haben wir genug. Das heißt auch, wenn das ein weiter Weg ist. Bis jetzt der Steinmetz. So. Es wird geschmiedet. Ja, Schusserei steht schon eine Weile leer. 2 Pilze fehlen noch. Jetzt sollte es eigentlich nur noch einmal sein. Und hier, dann haben wir die Mission endlich abgeschlossen. Gut, ich habe teilweise auch ein bisschen missgebaut, gerade was unsere Nahrungsversorgung angeht. Hatte ich eigentlich in Erinnerung, dass die Obstfarm effektiver ist, als sie in Wirklichkeit ist.
In Zukunft müssen wir echt auf Obst pfeifen. So, du bringst gerade noch Pilze ins Lager. Da müssten wir eigentlich bei 29 sein. Oh ja, ich kann euch mal kurz zeigen, da er ja jetzt ein Super Pilz 40 ist. So würde unser Tempel aussehen. Mit einem riesigen Wikinger mit Schwert obendrauf. Odin soll das nicht sein und Thor wahrscheinlich auch nicht. Aber wie gesagt, im Augenblick brauchen wir keinen Druiden. Weil außer ihm hier haben wir sowieso, glaube ich, niemanden, der Religion braucht. So, er sammelt die letzten Pilze und lagert sie ein und dann haben wir die Mission geschafft. Hey. Oder auch nicht, weil er sie erst noch ins Lager bringen muss. Na, guck mal, unsere Straßen hier werden auch langsam fertig. Sieht doch schon recht schön vernetzt aus eigentlich, unsere Stadt. Unser Dörfchen. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis das Spiel registriert hat, dass das, genug Pilze sind. Und ja. Mission erfüllt. Mit Hilfe des Heilpulvers gelang es uns, das Fieber der Wienländer zu besiegen und ihre Freundschaft zurückzugewinnen. Als die Waffen endlich ruhten, entfachten Thorfinn und die anderen Männer ein großes Feuer am Strand und brachten Thor zwei Lämmer als Dankesopfer dar. Gerade als die Krieger um das Feuer saßen und über die bevorstehende Weiterreise berieten, trat plötzlich der Medizinmann der Gelbmesser aus dem Wald hervor. Sein Haar war mit weißen Federn geschmückt, so dass er eher einem Vogel denn einem Menschen gleichsah. Bunte Farben zierten sein Gesicht und um seine Arme trug er kunstvolle Bänder aus gebleichten Knochen. Mit seltsam verdrehten Augen erzählte er uns von einem geheimnisvollen Stern, den die Geister der Toten vor einigen Monaten in Richtung der untergehenden Sonne vom Himmel geworfen hatten. Ich bin bis heute nicht sicher, ob dieser Mensch, der uns Nordmännern stets nur Hass entgegengebracht hatte, uns in Wahrheit nur loswerden wollte, oder ob er den Hinweis auf den Sonnensplitter doch aus Dankbarkeit für die Rettung seines Dorfes gab. Mag dem sein, wie es mag. Unsere Pläne wurden dadurch mächtig durcheinandergeworfen. Ja. Das finde ich auch übrigens lustig. Wir suchen eigentlich nach Teilen der Sonne, aber der Medizinmann sagt, dass der Teil der Sonne in Richtung der untergehenden Sonne geworfen wurde.
was ich sehr interessant finde. Gut. Die Mission ist damit endlich beendet. Und wir können ins Hauptmenü zurückkehren. Ja, und ich tue schon mal sicherheitshalber mein Mikro etwas von meinem Mund weg, weil gleich wird der Pegel wieder verstellt und es wird laut. Also meine Stimme wird laut für euch. Ja. Ich würde sagen, es ist noch genug Zeit, um in die nächste Mission einzutauchen. Nämlich Mississippi. In einem Land voller Flüsse geraten die Wikinger zwischen die Fronten zweier verfeindeter Indianerstämme. Gut, das ist schon mal Foreshadowing. Ich wusste nämlich selber nicht mehr genau, was in Mississippi abging. Aber jetzt weiß ich es wieder. Gut, das heißt, wir starten. Wir hatten vom Medizinmann der Gelbmesser erfahren, wo wir den nächsten Sonnensplitter suchen mussten. Entgegen dem Vorhaben meines Großvaters konnten wir jedoch die Suche nicht mit unserem Schiff fortsetzen, sondern mussten ins Landesinnere vordringen. Um nicht zu riskieren, dass wir unser Schiff bei unserer Rückkehr zerstört wiederfinden würden, teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Die eine Gruppe, die von meinem Oheim Thorwald Eriksson angeführt wurde, wollte das Knarr zu Wasser lassen und damit im Schutz der offenen See vor der Küste kreuzen. Die größere Gruppe, zu der auch meine Familie gehörte, sollte unter der Führung meines Vaters Richtung Westen ziehen. Würden wir den Sonnensplitter finden, wollten wir zum Schiff zurückkehren und vereint mit den Kameraden die Suche fortsetzen. So war der Plan. Nachdem wir genügend Vorräte zusammengepackt hatten, brachen wir auf. Wir durchquerten einen dichten Wald, passierten eine kleine, felsige Hügelgruppe und gelangten dann in eine Gegend, die von unzähligen Bächen und Flüssen durchzogen war. Mein Vater beschloss, an einer vom Wasser geschützten Stelle ein Lager zu errichten. Von hier aus wollten die Männer dann die Suche nach dem Sonnensplitter aufnehmen. Vater schickte unsere beiden schnellsten Läufer los, die Umgebung zu erkunden. Doch bereits nach kurzer Zeit kehrten sie mit aufgeregten Gesichtern ins Lager zurück. Ohne es zu ahnen, hatten wir unser Lager in der Nähe einer großen Herde fremdartiger Büffel aufgeschlagen. Die Tiere waren größer und kräftiger als alle Arten Kurzhörner, die man bei uns im Norden kannte. Auf ihren übermannshohen Schultern trugen sie mächtige Schädel und ihr Fell war wild und zottelig. In der Nähe der Herde hatten unsere Späher zwei Indianerstämme entdeckt, die in erbitterter Feindschaft um die Jagdrechte an der Herde kämpften. Und bei Odin. Einer der beiden Häuptlinge schien im Besitz des Sonnensteines zu sein. Unsere Krieger beratschlagten, was zu tun sei. Da sie die Gefahr erkannten, die von den Wienländern ausging, wollten sie einen Stamm freundlich stimmen und mit Waffen und Feuerwasser unterstützen. Vielleicht würden wir auf diese Weise den Sonnenstein bekommen, ohne dass es zum Kampf kommen musste. Mhm. Ja, liefere einem der Indianerstämme 10 Bögen und 50 Bier. Gut, das ist unser Missionsziel. Ich werde jetzt hier mal aber jedoch kurz Pause machen und den Pegel richtig einstellen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich hoffentlich auch schon wieder. Wir machen weiter noch ein bisschen. Gut, wir haben jetzt wieder jede Menge Bauarbeiter. Haben wir einen Träger, haben wir einen Kundschafter. Ist schon mal gut, dass wir Schafe in der Gegend haben. Wir lassen mal ihn ein bisschen am Wasser entlang gehen. Hier wäre schon mal viel Stein. Und ja, eigentlich mit dem ersten, was ich beginnen sollte gleich, ist eine Farm bauen. Bauzelt und Lagerhaus stehen bald so zur Verfügung. Also ein Bauernhof. Ich werde mal sagen, hierhin. Weil hier unten ist genug Ackerfläche.
Und es gibt auch genug Holz in der Gegend. Das heißt, wir bauen dann hier unseren Brunnen auf, sobald wir ihn können. Da brauchen wir nicht mehr nach Wasser graben. Unsere Mühle hier über